Das Unternehmen Europapokal begann für die Profis von Werder Bremen schmerzhaft. Statt Ball am Fuß hieß es nach zweimonatiger Sommerpause erstmal Nadel ins Ohr. Blut lassen für den ersten Leistungstest und Runden laufen in bester Leichtathletenmanier. Stets verfolgt vom strengen Blick des Übungsleiters Thomas Schaaf, dessen Zielsetzung nach einer verkorksten Rückrunde in der Vorsaison unmissverständlich ist. Natürlich wird es auch so sein, dass wir die internationalen Ränge anstreben werden, klar. Das ist ja, wir leben ja immer, auch bei uns intern, immer bei einem sehr hohen Anspruch. Der Weg nach Europa, er wird kein leichter. Mit Torhüter Tim Wiese, Kreativspieler Marco Marin und Stürmer Claudio Pizarro hat Werder gleich drei namhafte Abgänge zu verzeichnen. Daher galt Schaafs Fokus am ersten Trainingstag allen voran zwei seiner Neuzugänge. Asani Lukimia soll der Abwehr Sicherheit verleihen und Nils Petersen im Sturm für die Tore sorgen. Ich bin eben davon überzeugt, dass wir sehr, sehr gute Spieler haben, dass wir sehr interessante Spieler haben. Allen voran auf Angreifer Petersen ruhen Werders Hoffnungen, sich nach zwei Jahren endlich wieder für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Der frühere Zweitliga-Torschützenkönig ist für ein Jahr von Rekordmeister Bayern München ausgeliehen und hat klare Ziele. Mein Ziel ist es, am möglichsten 34 Bundesligaspiele zu bestreiten, ja, alle Pflichtspiele mitzumachen, immer dabei zu sein, meinen Platz zu ergattern und am Ende dann so viele Chancen, wie es geht, zu nutzen. Alle wird schwer, aber wie gesagt, das ist meine Aufgabe, dafür hat man was investiert und das ist dann am Ende meine Pflicht. Gut möglich, dass er dabei in der Offensive noch starke Unterstützung erhält. Seit Wochen schwebt der Name des Ex-Hamburgers Eljero Elia über dem Weserland. Nun bestätigte Werder das Interesse am niederländischen Nationalspieler. Das Netz zieht sich ja zusammen und man kann ja kaum was unbeobachtet machen. Also es ist schon so, dass das ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und ja, wo wir mal prüfen, was machbar ist. Ob mit oder ohne Elia, Potenzial ist im Bremer Kader auf jeden Fall vorhanden. Der 9. Platz aus der Vorsaison nach Rang 5 in der Hinrunde soll vergessen werden. Wenn man die Leistungen konstant abruft, scheint das Ziel realistisch. Wenn nicht, könnte es aber sein, dass die Saison so schmerzhaft endet, wie die Vorbereitung begonnen hat.